Und willkommen zurück bei Beyond Two Souls. Ja, letzte Folge. Ups, ist wieder was runtergefallen. Letzte Folge war mal an der Stelle. Ich glaube, wo der Ryan an der Tür geklingelt hat. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das Date verlaufen wird, weil der Aiden ist ja auch nicht wirklich sehr zufrieden mit der Wahl von der guten Jodie. Aiden, benimm dich bitte. Das hier bedeutet mir was. Ich verlasse mich auf dich. Hey. Chateau Margaux 2001. Der Verkäufer sagt, das war ein hervorragendes Jahr. Das klingt doch nicht übel. Okay. Setz dich doch hin. Ich hol das Ding für die Weinflasche. Das Ding für die Weinflasche, den Korkenzieher. Ja, wo hat sie denn? Ah, hier. Cooles Apartment. Ja, danke. Aiden, verfluchte Scheiße. Mann, jetzt bin ich aber zusammengezuckt hier. Hey. Ja, der einen, der mag das nie, das ganze Thema hier. So, wegen was waren wir denn hier? Ach ja, Korkenzieher. So, mein Plan ist Pizza essen, Wein trinken, auf Wiedersehen. Ups, falsche Richtung. Soll ich sie aufmachen? Nein, nein, ich mach schon. Okay. Och. Klappt super. Danke. Auf dein neues Apartment. Auf mein neues Apartment. Wann bist du eingezogen? Oh, vor ein paar Wochen. Ja, die Agency hat sie mir besorgt, voll möbliert und das ist eigentlich das erste Mal, dass ich eine Wohnung habe. Ja. Was ist mit dir? Wo wohnst du? Oh, ich habe ein Haus, etwas außerhalb. Und stammst du von hier? Nein, nein, ich stamme. Ja. Das ist nichts. Das ist. Aiden macht Stress. Achte nicht drauf. Vergiss ihn. Wie kamst du danach zur CIA? Ich ging aufs College los. Oh, verdammt. Das macht das Ding die ganze Zeit. Ich glaube, mein Nachbar hat die gleiche Fernbedienung oder sowas. Die geilste Ausrede. Moment. Hey, wie geht's so? Oh, gut. Das stimmt so. Danke. Ich habe Pizza bestellt. Ich hoffe, dass... Nein, Pizza ist gut. Keine Sorge. Wie lange arbeiten wir jetzt zusammen? Seit fast 2 Jahren und ich weiß fast nichts über dich. Ich meine, da gibt's nicht viel zu sagen. Ich wohnte mit meinen Eltern auf. Deine Eltern, hast du noch Kontakt? Nein,
Bist du sicher, dass alles okay ist? Ja, alles ist gut. Aiden ist nur... Er ist nur ein bisschen unruhig. Alles okay, wirklich. Bisschen unruhig? Hätten wir hier richtig erklären können, was es eigentlich ist, dieses Ding mit Aiden? Nein. Also, nicht richtig. Sie haben viel herausgefunden über die Infrawelt, also... Aber nicht sehr viel über Aiden. Ich glaube sogar, dass nicht mal er weiß, wer oder was er ist. Jodie, ich glaube, es ist was mit Aiden. Warte eine Sekunde. Oh, oh, jetzt kriegen wir Feuer. Reicht's jetzt mit dir und deiner gottverdammten Eifersucht? Warum gehst du nicht einfach zurück und verschwindest dahin, wo du fieser Poltergeist herkommst und lässt mir endlich meine Ruhe? Verschwinde hier! Bist du vielleicht taub? Hau gefälligst ab! Also, ist er jetzt hier und hört uns zu? Ja. Ja, er verlässt mich nie. Und was ist mit dir? Hast du Familie hier? Nein, meine Eltern sind noch in Oregon. Ja, das hören wir uns so an. So wie möglich. Und bist du verheiratet oder sowas in der Art? Nein. Aiden gefällt es nicht, dass ich hier bin, oder, Jodie? Aiden ist jetzt, was Aiden will. Und du? Hast du jemanden? Ich hab Aiden, also. Ich meine, aus unserer Welt. Naja, Aiden kann das. Er hat die Leute immer vertrieben. Oder es liegt einfach doch an mir. Vielleicht bin ich zu anders, um für jemanden interessant zu sein. Du bist toll, Jodie. Aiden hat nichts damit zu tun. Ach komm, knutsch mal den. Mit der Aiden abrastet, ja. Schmeckt nach Pizza. Eigentlich genau das wollte ich verhindern mit dem Typen. Oh Mann, ich bin so unfähig. Ryan, nicht! Oh, stopp. Jodie, was ist los? Tut mir leid, es ist nicht deine Schuld. Es gibt Dinge, die mich verfolgen. Ist okay. Tut mir leid. Ist okay. Tut mir leid. Ich werde lieber gehen. Ja gut, am Ende ist dann, ja, aber aus einem anderen Grund so verlaufen, wie ich das gerne wollte. Ja, hier scheint es sowieso mehr Wege zu geben. Anhand der drei Kleidungsstile, die man wählen kann und anhand der verschiedenen Speisen, denke ich mal, kann man ja noch einiges reisen
Aber ich mag den Typen einfach nicht mehr. Glaube, mir passt das ganz gut so. Okay, machen wir gleich weiter. Mal direkt. Schauen wir mal, wo wir hinkommen jetzt. Nachtsitzung. Ziemlich in der Kindheit, würde ich sagen, wieder. Ziemlich weit vorn. Okay. Können wir ja was anstellen? Nein. Gehen wir den Onkel nerven? Nathan, ich bin so müde. Können wir jetzt gehen? Oh, Jody, ist es echt schon so spät? Tut mir leid, ich war so konzentriert auf meine Arbeit. Ich weiß, es war ein langer Tag. Hey, heute Morgen habe ich ein Buch gekauft. Ich bring dich jetzt ins Bett und lese dir vor. Ja, prima. Ich glaube, es ist noch im anderen Zimmer. Warum gehst du nicht schnell rüber und holst es? Ich mache das nur hier fertig und dann geht's los, okay? Klar, ich werde es holen. Wieder im Dunkeln. Also, wo ist jetzt dieses Buch? Aber die Kleine, die gefällt mir immer noch am besten. Schluss damit, Aiden. Das ist nicht witzig. Der Aiden, das ist aber auch ein Dreckbind. Der macht nur Mist. So, ah, hier. Aiden? Warst du das, Aiden? Ach, wir können uns umschauen. Mach mal das. Oh, was ist das? Ah, okay. Ich glaube, Leute, da habe ich schon zu viel verpasst. Das sind diese Sammeldinger, die man finden kann. Und damit schaltet man Bonis frei. Okay, da habe ich. Ist mir völlig entflogen. Ist komplett an mir vorbei. Wer oder was war das? Du hast es gefunden. Dann steht einer schönen Gute-Nacht-Geschichte ja überhaupt nichts mehr im Wege. Jody? Jody, alles klar? Sie ist blass aus. Sie ist todmüde, das ist doch sonnenklar. Komm, Nathan, sie gehört ins Bett. Ja, Moment. Nathan! Nathan Dawkins. Nathan, was hast du? Meine Frau. Und meine Tochter, sie kam gerade von meiner Mutter. Truck. Betrunkener Fahrer. Auf der falschen Fahrbahnseite.
Sie sind tot. Oh, verdammt. Jody, du gehst jetzt ins Bett. Nathan, du bleibst hier. Bin gleich wieder da. Komm mit, Jody. Oh, Mann. Ja, ganz harte Sache jetzt wieder. Okay, ich werde jetzt... Jamal Scheich Sharif. Ich werde jetzt hier aber mal beenden. Oder ich spiele noch ein Stück. Ja, ich glaube, ich mache noch ein Stück von der Mission und den Rest dann in der nächsten Folge. Sonst... Ja, egal. Machen wir weiter. Einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes. Er kommandiert eine bewaffnete Miliz und kontrolliert damit viele wichtige Bereiche der Stadt. Das heißt, dass humanitäre Hilfe nicht durchkommt. Du musst Jamal finden und eliminieren. Er wechselt den Standort zweimal täglich. Sein letzter bekannter Standort war das Senaki Hotel und das ist hier. Er wird wohl nicht mehr dort sein, aber irgendwo musst du mit deiner Suche ja anfangen. Du bist auf dich allein gestellt. Kein direkter Kontakt mit dem Feind, keine Verstärkung. Du identifizierst und eliminierst das Ziel und aktivierst dein GPS-Signal, damit wir dich holen können, ja? Du musst vor Sonnenaufgang da raus sein, also halt dich ran. Den letzten Army-Soldaten, der erwischt wurde, zogen sie in einem Jeep durch die Stadt. Man fand seinen Kopf und ein Bein in einem Fischerboot. Nicht zu empfehlen. Ich bin zurück, bevor sie überhaupt merken, was passiert ist. Pass gut auf dich auf, Jody. Ich will nicht, dass dir was passiert. Ach Leute, das Rumgeknutsche. Das nervt. Aber ein bisschen Romantik muss auch sein. Wir haben noch Zeit, bevor es losgeht. Kein direkter Kontakt mit dem Feind, keine Verstärkung. Sieh nach, dass da keine Soldaten sind. Nein. Im totalen Kriegsgebiet. Super. Die ist unbewaffnet, oder? Ja gut, wird schon Waffen haben. Komm her, Baby. Hier waren zwei. Wo ist denn der andere?
Keine Ahnung. Aber ich glaube, wir müssen darauf. Ja, ich denke schon. Oh oh. Okay. Ja gut, für was braucht die eigentlich Waffen? Die hat einen Alten dabei. Oh. Oh, verdammt, verdrückt, ey. Okay. Einen. Der Eiden wird es schon richten. Sein letzter bekannter Standort war das Senaki Hotel. Das ist hier. Vielleicht fällt dir was ein. Toll. Los, gehen wir. Ah, da war was. Komme ich wieder nicht mehr da hoch. Verdammte Axt. Nichts machen. Oh, oh. Ich glaube, der hat uns entdeckt. Ja, da kriegt man den Bonus doch. So Leute, immer wenn es am spannendsten wird, Werbung, nein, machen wir hier eine Pause und dann geht's weiter in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst mir einen Daumen da, einen Kommentar oder schreibt mir, was euch nicht gefallen hat. Und das war's für heute, dann bis zur nächsten Folge. Tschüssi.